Hallo Leute, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück. Es war eine schöne Woche in Barcelona. Wird auch bald ein Video dazu geben. Ziemlich langes und lustiges Video. Aber ich habe mir vor dem Urlaub bereits, vor circa 2 Wochen, einen Zeckenbiss eingefangen. Und das Ganze, jetzt schaut mal genau hin, ziemlich eindeutig zu erkennen, hat sich zu einer heftigen Borreliose entwickelt. Für alle die nicht wissen, was eine Borreliose ist, schaut mal nach im Internet. Gibt am besten Borreliose und Ursprung ein in Google. Ja, und es tut auch ein bisschen weh und juckt, seitdem ich hier dieses Silberwasser verwende. Das ist ein kolloidales Silber, was wie eine Art natürliches Antibiotikum wirken soll. Also ich werde keine Chemie nehmen. Ich versuche das Ganze natürlich zu bekämpfen. Ich habe mir auch ein Buch gekauft. Hier. Borreliose natürlich heilen von Wolf-Dieter Stoll. Der beschreibt da eine Pflanzenwurzel, mit der das gut funktionieren soll. Habe ich mir auch bereits bestellt im Internet, also so kann man das gar nicht kaufen. Allerdings streikt im Moment die DHL, das ist also sehr ungünstig im Moment. Aber ich versuche alles, die zu bekämpfen auf dem natürlichen Wege und würde mich an dieser Stelle freuen, wenn ihr, falls ihr Erfahrungen damit gemacht habt, mir Tipps geben könntet. Wer also Tipps hat, mir seine Erfahrungsberichte niederschreiben möchte, würde ich mich sehr freuen. Hinterlasst eure Kommentare unter dem Video. Und dann hoffe ich, dass ich das möglichst schnell in den Griff bekomme. Ich habe auch schon Aloe Vera drauf geschmiert und ich denke mal mit einer rein pflanzlichen, rohköstlichen, wildkräuterlastigen Ernährung sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber wir werden mal sehen. Ich hoffe an der Stelle, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ich die nächsten Tage dass ich da ein bisschen kürzer treten werde, was Videos produzieren und auf Nachrichtenantworten anbelangt. Habe aber schon sehr viele neue Ideen und Planungen. Es wird also sehr viele Videos geben in Zukunft, auch viele neue Rezepte, aber im Moment konzentriere ich mich dann doch hier auf dieses Thema. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Gute und bis bald.